Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Schön, dass ihr mit reinschaut. Ja, Lieben, weiter geht's nochmal mit einer kleinen Planänderung. Und zwar habt ihr geschrieben, dass wir hinten in das Baumstumpflabor noch gar nicht rein können, weil der Zugang noch versperrt ist. Und um den zu öffnen, habe ich hier im Gartenteich was vergessen. Ich habe zwar noch keine Ahnung was, aber wir werden versuchen, es herauszufinden. Vielen Dank an der Stelle nochmal wieder für eure spoilerfreien und kryptischen Tipps, sodass ich selber mal noch ein bisschen gucken muss. Deswegen würde ich sagen, auf geht's. Wir gucken. Ich habe zwar keine Ahnung, wie irgendwas vom Gartenteich jetzt hier da hinten mit dem Baumstumpflabor zusammenhängen soll. Kann ja eigentlich dann nur von dem anderen Labor aus hier sein, von der Teichkuppel aus. Ansonsten keine Ahnung, oder haben wir irgendwo noch einen, müssen wir irgendwo noch einen Schalter umlegen, so eine Sicherung oder sowas, wie wir jetzt zum Beispiel unten hatten für die Luke, für den ersten Zugang vom Teichlabor. Dass man irgendwo noch so einen Schalter umlegen kann, um irgendwie da eine Tür aufzumachen oder Stromverbindung herzustellen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir gucken. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Immer für die spoilerfreien und kryptischen Tipps. Also macht das selber entdecken dann auch gleich nochmal viel, viel mehr Spaß dann. Ich habe uns übrigens mal hier für Unterwasser jetzt einmal den rostigen Speer gebaut. Können wir mal ausprobieren, wie gut der so ist gegen unseren alten Erzfeind, die Unterwasserspinnen. Möchte wetten, dass wir davon bestimmt ein paar treffen. Können wir gleich mal ausprobieren. Und ich habe gesehen, wir können jetzt seit dem Update 1.1 unter Wasser tatsächlich auch den Schild benutzen. Richtig, richtig gut. Was konnten wir vorher auf jeden Fall nicht. Das ist neu, bin ich mir ganz, ganz sicher. Dass wir vorher unter Wasser nur immer mit der Waffe blocken mussten. So, jetzt sind wir schon fast hier vorne wieder. Am Teichlabor. Sollten wir nochmal einmal kurz Luft holen. Und ein Auge halten, wo der Koi unterwegs ist. Da hinten ist er nämlich schon. Da hinten ist er nämlich schon. Ja, dann nützt uns auch gar kein Speer und auch kein Schild. Nee, dann nützt uns nichts. Der atmet uns einfach mal ein. Der kommt jetzt auch noch hier rüber natürlich. Und da kommt auch noch eine Wasserschmelze dazu. Aber dich wollten wir eh ausprobieren. Ja! Der Schild unter Wasser funktioniert auf jeden Fall. Oh, der Koi. Ja, beißt auch nicht in die Füße rein. Könnte nur etwas mehr Schaden machen, der rostige Speer. Aber vielleicht ist es auch nicht wirklich die Schwachstelle. Was habt ihr denn eigentlich für eine Schwachstelle? Schlitzen. Also doch eher ein Dolch. Aber gut. Okay. Also, wenn der Koi da so ein bisschen uns rüberlässt, gucken wir nochmal. Da hängt noch eine Wasserspinne. Da hängt noch eine Wasserspinne. Oh, Leute, oder das da. Natürlich. Da. Das Ding an der Seite. Wo wir nie drin waren. Und wo ich, glaube ich, selber noch vor zwei, drei Folgen auch gesagt habe, wir haben im Teichlabor noch was für den Assistant Manager. Oh Mann, das hatte ich jetzt total vergessen. Da müssen wir rein. Also hoffe ich jetzt mal. Rein. Also wir können, da waren da auf jeden Fall noch nicht drin, ne? Das haben wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir hier noch vergessen haben. Und wir waren ja hier schon mal. Also hier waren wir eh schon mal drin in dem Bereich. Aber wir kamen da drin durch die Tür nicht. Ja. Oh Mann. Das hätte ich das jetzt nicht gesehen, hätte ich auch überhaupt noch weiter vergessen. Ja, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin gewesen. Und hier ist auch ein Schalter. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Tür aufgemacht. Kann man nicht so richtig erkennen irgendwie, aber rundherum ist auf jeden Fall auch... Das sieht schon aus ein bisschen wie Totholz und einen Schatz haben wir auch noch. Oh, was ist das denn? Linkes Elfenamulett. Ein Kieseldorf-Klatschelf greift nach etwas auf der rechten Seite. Es fühlt sich wichtig an. Unbesiegbare Abschirmung. Oh ja, das fühlt sich wichtig an. Unbesiegbare Abschirmung, Leute. Das klingt richtig gut. Unbesiegbare Abschirmung. Müssen wir euch mal angucken. Erstmal Luft holen. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt eine Tür aufgemacht.
Hallo? Wasserfloh? Oh, stimmt, den Wasserfloh haben wir, glaube ich, auch noch nie analysiert. Kann das sein? Da kam irgendwann mal vor gefühlten 25 Folgen die Info rein, dass wir den auch noch nie analysiert haben. Okay, Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Tür aufgemacht hier. Gucken wir. Wenn wir jetzt da hinten am immer noch vor verschlossenen Türen stehen, war es nicht richtig. Aber wir gehen jetzt gucken. Jetzt haben wir auf jeden Fall eins aufgemacht. Das hatte ich total vergessen. Wie unglücklich noch so ein Amulett gefunden. Das könnte der Anhänger werden, den wir öfter tragen. Unbesiegbare Abschirmung. Das hört sich gut an. Weil die anderen Anhänger, alle die... Da haben wir ja nie einen wirklich länger benutzt, als für den Moment, wo wir ihn irgendwie brauchten, in dem speziellen Bereich. Aber eine unbesiegbare Abschirmung, irgendwie Verteidigungswert nochmal steigern, das ist was wir auf jeden Fall dauerhaft benutzen können. So, okay, Pi, dann zieh dich mal um. Jetzt haben wir schon wieder 15:35. Ich würde sagen, dann legen wir uns vorher nochmal hin. Haben wir denn was zu essen dabei? Nee, haben wir nicht. Gucken wir, ob wir uns hier mal eben schon einen Laus grillen können. Aber zum Abend bestimmt, oder? Wenn dann nicht, holen wir uns morgen früh den frischen Laus. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier hin. Machen die Taschen leer. Schmeißen wieder raus, was wir nicht mehr brauchen. Und bereiten dann den Ausflug vor. Dann können wir doch zum Baumstumpflabor. Hoffe ich jedenfalls. Werden wir dann merken, wo wir davor stehen. So, du kannst auch raus. Wo ist der Speer? Der Speer kann dann raus. Die anderen Sachen werden so eingelagert. Das ziehen wir erstmal an. So, dann haben wir noch ein bisschen Marmor. Und Quarzit gefunden. 1, 2. Raus damit. So, dann kommt hier wieder der Zauberstab drauf. Das passt soweit. Wir machen auch wieder unseren... Ach ja, genau, da habt ihr auch geschrieben. Zeigt mal, wir hatten hier die Fähigkeit freigeschaltet. Da hat es nur nicht drauf geguckt. Hier diesen hier. Schnitzprofi. Durch die Beherrschung ausreichend fortgeschrittener kulinarischer Technologie wird dir scheinbare Magie in Süßigkeiten Dauben frei, wird die scheinbare Magie in Süßigkeiten Dauben freigesetzt. Verschiedene Schadensarten wenden einzigartige Statuseffekte auf Kreaturen an. Schärfe brennt, Minze verlangsamt sich, verlangsamt die Gegner, bin ich mir sicher, und Säure betäubt. Beherrschungsbonus. Der Angriff mit einem Stab reduziert die Ausdauerkosten für zusätzliche Stabangriffe. Genau. Und wie ihr seht, ist schon auf Stufe 3. Ich habe offscreen nichts anderes gemacht, seitdem wir die Zauberstäbe haben, als mit den Zauberstäben gekämpft im Grunde. Weil die auch einfach einen Riesenspaß machen. Deswegen haben wir das auch schon auf Stufe 3. Was sehr gut ist, weil somit sind wir ultimativ damit unterwegs. Wobei, ja, eigentlich wäre auch hier ein Bonus besser, der irgendwas dauerhaft verbessert. Wir hatten, glaube ich, noch ein paar Sachen. Hier zum Beispiel, das ist auch nochmal neu. Fähigkeiten als erfahrener Sammler verschmelzen mit Jagdtalent. Tiefgründiges Wissen über die Kreaturen des Gartens haben sich in dein Gedächtnis eingebrannt und erlauben dir, mächtige kritische Treffer auszuführen. Mächtige kritische Treffer. Jochschläge. Das ist zum Beispiel auch was. Oder hier den hier. Aber gut. So, jetzt holen wir uns erstmal schnell den Frühstückslaus und gucken, dass wir alles mitnehmen, was wir brauchen. Wir haben einen Gleiter, wir haben Smoothies, wir haben unsere Rüstung, wir haben unsere Waffen. Wir haben ein neues Amulett. Wir holen uns 2 Frühstücksläuse und dann haben wir alles. Dann legen wir uns hin und machen uns auf den Weg direkt rauf zum Baumstumpf. So, da haben wir die erste Laus. Das ist so gut. Oh, der Stab, der brutzelt hier auch gleich durch. Nur auf keinen Fall in der Nähe von der eigenen Basis abfeuern. Kann ich auch schon mal als Warnung rausgeben. Ich habe hier vorne neben unserer Brücke mal auf den Laus geschossen. Da habe ich hier gleich das Geländer mit weggebrutzelt. Das macht einen ordentlichen Flächenschaden. Und richtig stark gegen Spinnen, habt ihr auch schon geschrieben. Es macht doch einfach einen Riesenspaß, damit eine Spinne, also damit auf Spinnenjagd zu gehen. Gerade die normalen Radnetzspinnen, die haben eigentlich gar keine Chance mehr. Besonders wenn man mit dem ersten Schuss so einen aufgeladenen Treffer macht. Da ist die fast mit einem Schuss, kippt die dann fast um. Haben wir jetzt immer eine Laus hier? Ja, da hinten Frühstückslaus. Das können wir eigentlich gleich mal ausprobieren, wo ich das gerade so schön erwähne. Wir haben ja hinten vor der Haustür immer eine Radnetzspinne. Weil das ist super. Und ich habe auch schon mal auf eine normale Wolfsspinne damit geschossen. Die fällt auch recht schnell um. Ist schon gut. Und ihr habt geschrieben, schwarze Witwe können wir übrigens vielleicht sogar riskieren anzugehen. Fällt mir gerade ein, wo wir von Spinnen reden.
bevor wir die Brutmutter machen, weil die Brutmutter ist wohl doch stärker als eine schwarze Witwe, weil die Brutmutter sich auch wohl viel, viel mehr Ätz dazu ruft und auch ein super starkes Gift hat. So, hier, jetzt gucken. Und aufgeladenen. Und noch zwei hinterher. Und dann ist sie schon weg. Das ist so, so fies. Auf die Kleine habe ich eigentlich noch nie mit dem Aufgeladenen geschossen. Weil die auch immer so rumflitzen. Oh, lieber weg. Das ist einfach richtig, richtig gut. Wolltest du auch noch eine Frühstückslaus werden? Auf die Distanz gebrutzelt. Übrigens auch super, wenn man einen Riesenhaufen Milben jagen will. Oder Zecken. Dieser Stab hier. Oder schwarze Ameisen. Hast du uns auf die Entfernung jetzt schon gesehen? Nee, ne? Wow. Obwohl wir überhaupt nicht in die richtige Richtung geschossen haben. So ein aufgeladenes... Richtig stark. Man muss sich vorstellen, wir haben die ja noch nicht mal wirklich voll aufgewertet. Die können ja auch noch auf Stufe 10 oder... Ne, halt, ja, maximal Stufe 10 können die Waffen ja auch werden. Deswegen, wenn jetzt auf dem Chip die richtigen Sachen drauf sind... Weil ich glaube, Quarzit und so weiter haben wir schon einiges. Dann können wir vielleicht sogar ein paar Sachen direkt auf Stufe... Zumindest unsere Rüstung können wir mit Sicherheit bis auf Stufe 9 hochbringen dann. Okay, wir haben Frühstückssachen. Achso, wir haben immer noch ein Dings zu analysieren. Ein Wasserfloh. Wird verschoben. Der Wasserfloh... Achso, das verdirbt ja dann aber auch, ne? Ah, dann die... Wir gehen die kurz analysieren. Haben wir den auch noch analysiert. Wissen auch noch, ob wir uns ein Wasserfloh-Sandwich machen können. So viel Zeit haben wir jetzt eben. Einmal rauf hier. Und einmal rüber. Oh, bin ich jetzt gespannt, Leute. Auf das Baumschifflabor, nicht auf die Wasserflohfleischanalyse. Darauf nicht wirklich. Oh, Moment. Da gibt es sogar noch mal einen neuen Smoothie. Ach doch, und Wasserfloh. Natürlich. Ausgeschöpfter Wasserfloh. Doch, super, dass wir den noch mal analysiert haben. Hat sich schon wieder gelohnt. Ich habe ganz vergessen, dass es hier jetzt wirklich von allen... Tierchen eine ausgestopfte Variante gibt. Wie machen wir den Wasserfloh eigentlich? So einen ausgestopften Wasserfloh. Kommt er dann in so ein kleines Aquarium rein? Nur damit er besser wirkt? So ein Wasserfloh? Das hätte auch nochmal was übrigens. Kleine Vitrinen. Oder Aquarien. Wie spät haben wir denn? 18 Uhr. Super, wir können uns hinlegen. Und der Wasserfloh kommt auch nochmal auf den Grill. Und dann würde ich sagen, sind wir auch direkt abreisefertig. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Aber weil ansonsten habe ich auch keine Ahnung mehr, was wir noch am Teich... Geschenke. Was wir am Teich noch machen könnten. Oder was ich da noch vergessen haben könnte. Was irgendwie mit dem Baumlabor zusammenhängt. Und vor allem, wir haben jetzt auch eine Tür aufgemacht. Wir haben auf jeden Fall eine Tür aufgemacht. Deswegen habe ich gute Hoffnung, dass das richtig war jetzt. So. Futter die beiden mal weg. Und die eine ist ja noch gut. Die können wir ruhig noch einen Moment aufheben. Essen und trinken. So, wir haben die volle Ausrüstung dabei. Wir haben Gleiter dabei. Wir haben eine Lampe dabei. Wir haben das neue Elfenamulett dabei. Munition. Trinken, Smoothies jede Menge. Bomben haben wir dabei für den Notfall. Wir haben sogar ein Messer jetzt wieder dabei, falls wir noch was aufschneiden müssen. Wir haben alles. Auf geht's. Richtung Baumstumpf, Richtung letztem Burgle-Chip. Und vor allem, wenn wir den haben und auf dem Burgle-Chip jetzt noch nicht die Sachen drauf sind, die entscheidenden Rezepte, auf die wir warten... Dann wissen wir auf jeden Fall auch, ganz klar, weil es gibt keine Burgle Chips mehr, dass der Rest, was dann eventuell noch kommt, dass wir das dann über die Story bekommen. So, auf geht's. Wir werden auch versuchen, jetzt einigermaßen schnell direkt durchzulaufen. Jetzt ist unsere Markierung schon wieder weg da hinten. So ein bisschen am Rand, wo wir schon mal hochgelaufen sind. Obwohl, da war auch alles voller Nashornkäfer. Egal, wir laufen einfach hoch jetzt. Wir sprinten an.
damit wir es vielleicht noch schaffen, in dieser Folge da schon irgendwie erstmal zumindest anzukommen und zu wissen, ob da jetzt irgendwas offen ist. Und dann vielleicht auch schon den ersten Schritt reinzusetzen. So, hier oben brauchen wir eigentlich eher den. Alles, was hier rumläuft oder vieles, was hier rumläuft, ist eigentlich eher anfällig für den Zauberstab. Nee, jetzt nicht ablenken. Ich wollte sagen, hier gibt es immer auch auf dem Weg noch so viel zu entdecken, aber jetzt nicht ablenken lassen schon wieder. Wir sammeln jetzt auch erstmal nichts ein auf dem Hinweg. Wir sammeln jetzt erstmal nichts ein auf dem Hinweg. Auch euch nicht. Wir haben ja noch eine Laus dabei. Damit wir dann, wenn es da was zu sammeln gibt, dass wir das auch auf jeden Fall mitnehmen können. Oh, guck mal hier. Okay, Ausnahme bilden Marmor und Quarzitbrocken. Die nehmen wir immer mit. Gerade hier, wenn es oberster ist. Und gerade wenn irgendwo einzeln so am Brocken rum, weil die später alle sich zu merken und da wieder so also die alle im Kopf zu behalten, das ist dann doch ein bisschen viel. Ja, dann hau ab. Wir hauen auch ab in die andere Richtung. Oh, wow, 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 wow. Und aber auch einige. Und der ist. Oh, und der ist aber gleich auch richtig. Und Zecken. Alles voller Zecken hier. Und nochmal ein einzelner Marmorbrocken, den ich am liebsten dann jetzt auch sofort mitnehmen möchte. Wobei, der liegt genau hier vorne. Den findet man schon wieder. So, okay, wir sind wieder hier. Wir waren da ja auch schon mal ein Stück raufgekraxelt. Wo ist denn nochmal hier die Tigermücke? Hacken, frisch, schlitzen. Super, haben wir genau das Richtige dabei. Um die schon mal aus dem Weg zu räumen. Wir waren ja hier schon mal ein Stück rauf und haben von oben auch geguckt irgendwie. Super, mit dem Zeckenmesser. Okay. So, einmal gucken, Olara hatten wir ja auch schon, haben wir gesehen. Und innen drin die schnarchenden Wolfsspinnen. Oh, da können wir doch gleich nochmal unseren Zauberstab an der Wolfsspinne ausprobieren. Weil hier saßen doch auf jeden Fall auch zwei drin sogar. Na, kommst du jetzt her? Sehr schön. Und wir heilen uns nebenbei mit dem auch noch hoch mit dem Zeckenmesser. So. Achso, wenn wir jetzt hier rumkraxeln, dann nimm auf jeden Fall auch mal den Gleiter schon mal. Ja, nee, hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter hoch. Dann mal hier rüber. Oh, Leute, ich... Da oben haben wir nochmal irgendwas. Da liegt ein Quarz... Nee, ein Marmor im Baum. Schon wieder gehüpft hier, aber egal, wir kommen da, glaube ich, ran. Japp. Den holen wir doch auch. Oberster. Und hier haben wir schon wieder einen Molana. Die müssen irgendwie nochmal ganz oben raufkommen. Wir waren doch irgendwie da auch schon ganz oben auf dem Weg. Oben ist auf jeden Fall nochmal Science drauf. Okay, hier müssen wir von da unten wieder hoch. Na komm, da kommst du auch rauf. Hüp. Abflug. Okay, das ist zu steil, aber hier... Hier müssten wir rau. Oh, es ist. Hier und hier bis hierhin sind wir letztes Mal noch auch gelaufen. Bis zur Leiter hinten. So, hier waren wir schon in der Ecke. Was ist da. Was zappelt denn da oben auf der. Auf der Schubkarre rum? Da bewegt sich irgendwas. Nee, nicht zu weit.
hier quietscht auch irgendwas. Ach, Moment! Moment! Hatten wir hier nicht... Doch, hier saß doch irgendwo... Oder unten liegt ein Molar. Lass uns erstmal hier kurz... Ganz vorsichtig. Oh, oh, oh. Oh, ich glaube, ich bin ein Stück abgeflogen. Ja, wir sind ein Stück abgeflogen. Ein Stück zurück. Ja, hier hatten wir doch schon mal geguckt. Einen vorsichtigen Blick. Taking a look. Da liegt, glaube ich, ein... Liegt da noch ein Molar? War hier nicht die... War hier nicht die... Motte oben drauf? Doch, 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 doch. Irgendwie schon. Okay, wir gehen jetzt erstmal runter. Wir wollen erstmal runter. Wir wollen erstmal rein ins Labor. Und auf dem Weg nach Möglichkeit noch Milchmolare hier oben mitnehmen. Wo ist er? Lag doch genau hier unter uns. Da ist er. Alles da, wir sind richtig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sehr schön. Milchmolar. Weil da lagen auf jeden Fall noch... Ah, mehrere, bin ich der Meinung, die wir von unten gesehen haben. Da ist die Tür auf jeden Fall offen. Da ist die Tür auf jeden Fall offen. Super Sache. Wir kommen rein. Ich bin der Meinung, wir hatten, als wir unten rumgelaufen sind, noch einen Molar gesehen. Der auch irgendwo ein bisschen höher lag. Hier kommt auch schon die Anzeige. Stehen wir auch genau drüber. Oder der lag da in der Mitte. Oder wir sind auf der richtigen Höhe schon hier. Ich sehe nichts. Dort noch die Wolfsspinne. So, Kiel, ich würde sagen, wir springen runter. Ich sehe auch keinen Molar hier. Bremsen, bremsen, bremsen. Wir schießen auf die. Holy. Ja, da fischst du auch eine Zecke ein. Ja, nochmal ein. Oh, hol mal Ausdauer. Ein aufgeladener Schuss nochmal so halb aufgeladen. Nein, die Zecke ist reingesprungen in den aufgeladenen Schuss. Ich glaube, wir sind ja gleich tot. Trink einen Schluck. Eieieiei. Ah, auch kein Anti-Gift. Also, Gift nicht an. Giftschutz nicht an. Und dazu die ollen Zecken an der Backe. Die auch richtig Schaden machen. Dafür war auch eine Wolfsspinne weggeröstet hier. Ihr elenden kleinen, mistigen Mistviecher. Huch, hier kann man auch irgendwo rein. Nach ganz unten. Wollen wir da rein oder wollen wir jetzt versuchen, hier reinzukommen, wo wir die Tür aufgemacht haben? Wenn uns die Zecken denn lassen. Okay, Leute. Gut, dass wir noch einen Gleiter dabei haben. Wie soll man denn hier wieder rauskommen? Da muss es aber irgendwo noch einen Weg rausgeben dann, ne? A scientific breakthrough. Nimm mal hier die Waffe. Und den Schild, bitte. Und nimm vor allem mal eine Lampe an. Und hier unten jetzt mal den hier. So, unser Gleiter hält nicht mehr lange durch. Und wir jetzt hier irgendwie noch große Höhen überwinden müssen. Hier ist nochmal eine Tür zu. Nummer A, okay. The structural integrity of this lab seems like it might be a little compromised. Stumpflabor, Außenposten.
Wir sind auf jeden Fall richtig hier. Wir sind auf jeden Fall im Labor drin jetzt. Ganz klar. Tür A. Hintertürchen Nummer A. Verbirgt sich was? Oh, da geht's rauf. Ist das eine Spiegelung? Nee, ist es nicht. Das ist eine, da kann man durchgucken. Das ist ein Fenster. Hops. 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 Okay, wir sind hier oben. Da kann man irgendwo weiter. Schatzkiste. Nee, ne? Nee, ne? Echt jetzt? Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Kann ich. Und jetzt? Können wir es jetzt... Ach, Teichmoos. Okay. Können wir nicht herstellen ohne... Also schwarze Witwe, Leute. Wir müssen eine schwarze Witwe dann angehen. Ist mal ein Müsli-Riegel. Worse than my mom's Brussels sprouts. Wie gut ist das denn? Da hätte ich an 1000 Jahren nicht damit gerechnet, dass wir das jetzt... Und einmal gleich wieder runter auf lauter Freude. Dass wir jetzt hier schon das zweite, den zweiten Teil von diesem Amulett finden. Ist das gut? Okay, wir können es ja noch nicht herstellen, aber trotzdem ist es schon mal gut. Hops, hops. So, da oben ist eine Tür. Da sieht es eigentlich nicht so aus, als wenn es noch mal irgendwo weitergeht. Nee, wir müssen hier also noch weiter nach oben dann wieder. Hopp. Da auf den Erdklumpen. Auf diese Wurzel hier. Ah, auf diese Wurzel hier. Hier muss man erstmal den Weg ausmachen. Aber ich würde sagen, wir sind schon gut hier auf dem richtigen Weg nach oben hier. So, hierauf. 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 Vielleicht sogar ganz hier oben drauf. Sehr schön. Und von hier jetzt. Rüber auf diese kleine Wurzel da, oder wie? Nee. Doch, dann zieht doch nochmal wieder das letzte bisschen Gleiter an. Nur für den Fall. Okay, auf das kleine Stück Wurzel, auf das große Stück Wurzel. Wir sind hier oben. Da liegt ein Milchmolar. Wie viel haben wir jetzt schon wieder davon? 4, 5, 4, glaube ich. So. Wo ist denn eigentlich die Anzeige für den Chip? Wir sind in der Nähe. Aber noch nicht da. So, hier geht's nach unten wieder. Vorsichtig. Beinahe ganz abgeflogen. Da, Leute, wir können Tür Nummer A aufmachen. Hinter Türchen Nummer A wartet der Absturz. Hopf darauf. Ja! Okay, damit haben wir oben die Tür in dem Eingangsbereich aufgemacht. Hüpfen wir hier nochmal rauf. Die Raw Science wollen wir haben. So. Türchen Nummer A ist offen. Jetzt die Frage, wie kommen wir hier unten wieder raus? Müssen wir den ganzen Weg rauf hüpfen jetzt nochmal wieder, oder? Sieht aber nicht aus, wenn man hier unten noch irgendwo rauskommt. Nehmen wir übrigens nebenbei... By the power of Helion, Champion of the Sun. I feel a little less squishy now. Setz mal den auf, das Licht ist angenehmer. Nur nicht ins Wasser fallen jetzt. Da ist sie gleich wieder aus, die Fackel. So. Alles klar. Müssten wir auf den nicht raufhüpfen können? Doch, müssten wir. Und dann auf den. Und auf den. Und auf den. Und hier drauf. Da drauf. Ganz nach oben. Und jetzt bitte nicht abschmieren.
Alles klar, wir sind hier drüben. Wieder hier oben. So, ich habe jetzt auch noch nirgendwo ein Chip liegen sehen. Ich hoffe jetzt mal, dass der dann hinter Türchen Nummer A auf uns wartet. Hops, hops. Da ist Tür Nummer A. Da leuchtet's. Da leuchtet's chippig. Stumpfbörgelchip haben wir. Mottenpilz. Oh, wie cool. Mottenpilz. Und natürlich. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier irgendwie vielleicht wieder rauskommen, wo man an der Seite den Eingang hatte. Oder ob das, was wir da gesehen haben, uns noch ganz woanders dann hinführt. Sieht aber so aus, als wenn wir hier... als wenn es hier keinen anderen Ausgang gibt. Nee. Also müssen wir hier... Oh, hallo, hallo, von wegen. A scientific breakthrough. Von wegen, von wegen. Stolpern gleich in den nächsten Bau der nächsten schwarzen Witwe rein. Mal gucken. Wobei, wenn es jetzt hier noch so eine Möglichkeit gibt, hätten wir dann auch schon hier reingekonnt, wenn wir also quasi über diesen Weg dann doch, ohne im Teich noch was zu machen. Von da oben sind wir jetzt reingehüpft hier. Da hätte man sich also hier was... Also wenn man... Hoch kommt man ja so nicht, aber... Wenn man sich vielleicht eine Treppe hier hingebaut hätte. Ich glaube, wir kommen hier raus. Genau an dem, was wir gesehen haben von der Seite oben. Und nochmal jede Menge Quarzit auf dem Weg nach draußen. Oh, hat sich das gelohnt jetzt. Und wir haben den Chip. Und wir haben beide Seiten von dem Amulett. Das heißt, das nächste muss dann vielleicht doch mal... eine schwarze Witwe ausprobiert werden. Oh, ist das gut hier. Zwischen den Wurzeln nach oben kriechen und nochmal jede Menge Quarzite mitnehmen. Und irgendwo scheint hier auch noch... ein Molar zu sein. Da oben wackelt aber irgendwas rum. Hört sich nach einer Wolfsspinne an eigentlich. So aufs erste lauschen. Wir sind auf jeden Fall hier. Wir kommen auf jeden Fall hier raus. Ja, wo wir reingeguckt haben von oben. Na? Achso, wie wär's denn da drauf gehüpft? Okay, Leute, wir sind wieder hier oben. Das heißt, wenn man sich da unten in der... Also wenn man da unten was bauen kann, hätte man da auf jeden Fall auch was aufbauen können. Lass uns mal gucken. Wir haben doch hier noch eine Milchmolar-Anzeige. Und ich meine, wir haben... Da hinten liegt einer. An dem müssen wir doch ganz gemütlich von hier eigentlich rangehüpft kommen schon. Oder? So und so... Wie gut. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause sofort. Und zu Burgle natürlich dann. Lass mich in Ruhe, du olle Zecke. Halt, wir sind in der falschen Richtung. Da geht's andersrum, geht's nach Hause. Setz mal einen Marker Richtung nach Hause. Grob Richtung nach Hause. So, dahin. Alles klar. Nimm das und nimm ruhig den Schild. Ja, Taschen sind auch wieder absolut voll. Mottenpilz. Look out for that tick. Mal her. Gucken, wie gut wir uns an denen so heilen können. Nicht wirklich. Aber mit dem Messer auch keinen Schaden an denen machen. Dann gibt es auch keinen Heileffekt. Gut, okay. War nur ein Versuch. Ich wollte nur was gucken. Wir sind weg. Wir sind weg. Einmal hier rüber, ab zurück nach Hause. Ab zu Burgle und dann... B
bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn das klappt, dann kann man einiges an Waffen aufzurüsten. Und dann sind wir auf jeden Fall bereit für eine schwarze Witwe, wenn wir die Rüstung auf Stufe 9 haben, mit Sicherheit. So, ihr Lieben, das muss ich sehen, war aber in der nächsten Folge, sehe ich gerade, wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir schon wieder zum Ende dieser Folge kommen. Aber es war ja super erfolgreich. Kleiner Ausflug in den Teich nochmal. Und dann jetzt Baumstumpflabor, inklusive Burgle-Chip und zweiten Teil von dem Elfenamulett. So, so gut. Hier, komm, wenn wir noch Platz haben, nehmen wir die auch noch mit. Und dann, wie gesagt, ihr Lieben, kommen wir zum Ende der Folge. Nächste Folge sehen wir uns dann drüben auf dem Weg Richtung Burgle und beim Abgeben vom Chip. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die neuen Rezepte. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.